Guten Morgen, liebe Rappi-Fans. Da ist der Robi. Ich bin Goalie in der U20. Plus mache ich das Praktikum auf der Geschäftsstelle. Heute werde ich euch ein paar Einblicke in meinen Tag zeigen. Und ja, anfangen tut er jetzt, am 20 vor 6. Wird euch jetzt nachher dann gerade das zum Morgen mitnehmen. Jeden Morgen nehme ich auch noch zusätzlich so von Burgenstein Supplement. Wir in der U20 ziehen das sozusagen als Team durch. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. So, wir sind jetzt in der Garderobe angekommen, kurz vor der 7. Die letzten sind auch noch da. Und dann geht es jetzt gerade in den Kraftraum, wo wir alle zusammen unser Kraftprogramm machen werden. Da ist der Raffi, unser Offenstoß. Robi, ciao. So, sind hier die meisten schon ein bisschen auf dem Velo am Einfahren. Und dann geht es auch schon los. They gon' tell the story, it was different with me. God's plan. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey, no. I finesse down Western Road. Hey, yes. Might go down to GOD. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still. So, jetzt sind wir alle abgeheilt. Gehen jetzt noch aufs Eis. I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub. I even got it tatted on me. 81. They'll bring the. So, mittlerweile ist das Eistraining auch durch. Jetzt geht es darum. Ich gehe noch mal duschen. Sonst noch ein paar regenerative Sachen machen. Und dann geht es schon ab ins Büro. Gehen arbeiten. So, ich bin jetzt gerade im Büro angekommen. Habe noch Briefkasten geleert. Und. Ja, eben, jetzt gehe ich da an meinen Arbeitsplatz. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Ay, ay. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. So, da haben wir ja die wunderschönen Vintage-Trikots. Jetzt in den nächsten paar 1-2 Wochen gehört es zu meinen Aufgaben, die Trikots möglichst schön zu verpacken und dann auch noch das offizielle Schreiben beilegen, das zeigt, dass man es offiziell bei uns erworben hat auf UFXP. So, jetzt habe ich hier noch feins zu Mittag. Mittagspause habe ich immer so etwa um 11:45 Uhr. Meine Mami kocht mir amix und ich nehme es mit, ja, um da, dass ich etwas Gesundes esse. Jeden Freitagnachmittag ab 2 Uhr muss ich amix noch in die Schule. Jetzt noch das letzte Jahr in meiner Ausbildung. Und darum habe ich dort amix noch Deutsch, das ich abschliessen muss. Und eben halt lernen, Unterricht. Und ja. Darum nach dem Mittag direkt ab in Zürich und dann sehen wir uns dort wieder. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, nope. Someone watching it close, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, hey, bro, hey. Vor mir da, der Hall of Fame, sind schon einige bekannte Gesichter gewesen. Sicher er sollte euch bekannt sein. Und da natürlich mein Vorbild. Der Melvin war auch da gewesen. So, es ist jetzt 5:55 Uhr. Wir sind hier in der Schule angekommen. Die meisten sind schon da.
Ja, da werden wir jetzt zwei Lektionen Deutsch haben. Das habe ich noch mit dem deutschen Kompan. Fußballgoalie. Jamie Conrad. Ich will etwas sagen zum Takeover. Aber Rappi. So, nach der Schule machen wir immer noch die obligate Scooter-Tour. Zusammen mit Marc Diethelm, der auch in der U20 spielt, und Cedric Gysi. Wir gehen alle zusammen in die Schule. Und ja, macht jetzt ein kleines Türchen auf dem Scooter, um den Kopf zu lüften von der ganzen Schule. Nach dem Weg zurück auf Rappi habe ich noch mal schnell einen Abstecher auf die Geschäftsstelle gemacht. Da geht es jetzt darum, dass ich mich noch mal optimal kann verpflegen vor dem Match. Habe ich eigentlich immer das gleiche Essen, immer eine Lasagne. Ist mir sozusagen ein Pre-Game-Ritual geworden. Jetzt nach dem Essen, ist jetzt gerade 6 Uhr, mache ich mich auf den Weg in die Garderobe, wo ich nachher langsam anfange, den Fokus zu bekommen für den Match. Und ja, dann werdet ihr leider nicht mehr so viel von mir sehen. Aber ich werde euch ein paar Clips aus dem Spiel einblenden. Damn. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things. Spiel gegen Lausanne, jetzt gerade fertig. Der Markus Studer, unser Coach, ist schon reingekommen und hat die Ansprache gehabt nach dem Match. 8-2 gewonnen. Eigentlich über weite Strecke gut gespielt. Es ist jetzt Punkt 12. Ich habe jetzt vorher daheim noch mal etwas gegessen. Dann bin ich jetzt an meinem Bürotisch. Da schaue ich jetzt noch mal ein paar Szenen vom heutigen Spiel anschauen, die mich gerade noch Wunder nehmen. Ja, aber zu genau werde ich da jetzt nicht ins Detail gehen. Und dann geht es ja, nachher auch schon ab ins Bett. Hat mich gefreut, dass ihr dran geblieben. Und bis bald im Stadion.